Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ein Follow Me Around aus dem Stall mit dem kleinen Q. Und ja, wir werden heute mal wieder ein bisschen reiten. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt wieder, weil ich selbst so lange nicht geritten bin. Weil ich selbst auch nicht ganz so fit war. Deshalb wird trotzdem mein Trainer heute ein bisschen vorher reiten, weil ich immer noch nicht hundertprozentig fit bin. Aber ja, ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich. Wow. Alter, was ist denn los mit dem? Was ist denn los? Ist das so gut? Ist das gut? Das war so ein Stück Mine, das war abgefressen von der Wiese. Das wächst jetzt nach und es lockt sich. Der Teil, der hier in dem Schweif fehlt, dieser Teil, der ist hier an meinem Arm. Und noch ein bisschen was zu Hause. War ein bisschen viel abgeschnitten.
Gut, dass du es gesagt hast. Unser Tag neigt sich jetzt also langsam dem Ende zu. Der Kleine bleibt jetzt noch draußen, bis es dunkel wird. Ich mache jetzt die Box noch, räume noch mein ganzes Zeug weg, putze meinen Sattel noch und alles. Ihr habt mal wieder ein paar Eindrücke bekommen. Das Reiten war heute von meiner Seite aus ein bisschen, naja, weil ich einfach mal wieder ein bisschen verhalten geritten bin, ich mich nicht wirklich getraut habe und er mir, glaube ich, dadurch auch einfach wieder teilweise viel zu eng kam. Ich muss jetzt einfach erst wieder dieses Feeling entwickeln. Ich bin ja selbst jetzt länger auch nicht geritten und es ist schon ein bisschen jetzt her, wo ich das letzte Mal drauf saß. Einfach, wie gesagt, weil er hatte ja jetzt auch nochmal Pause zwischendrin. Und das heißt, ich bin mit mir selbst nicht ganz so zufrieden heute, aber mit ihm unheimlich, weil er macht so einen tollen Job und er läuft so brav einfach und er ist immer dabei und er versucht einfach alles richtig zu machen. Also das macht immer sehr, sehr, sehr viel Spaß. In dem Video habt ihr vielleicht gesehen, dass ich eine Rider-Stil-Reithose und Stiefeletten
getragen habe. Die Stiefeletten sind gefüttert und die Rider Steel Reithose ist die neue Softshell Reithose, die es nämlich jetzt aktuell auch im Deal gibt. Passformmäßig ist das so, dass sie ist, wenn ihr eine Sommerreithose habt, ist sie eigentlich sehr ähnlich. Sie ist halt einfach nur innen auch gefüttert. Optimal jetzt für die eben kalte Jahreszeit. Also ich trage normalerweise 38 und habe hier auch 38. Also das passt ohne Probleme, auch bei den Schuhen. Der Tragekomfort ist super. Also ich liebe die Rider Steel Reithosen. Ich trage die eh sehr gerne im Alltag auch und selbst wenn ich auch nicht reite. Und den Link stelle ich euch natürlich in die Infobox und die gibt es ab sofort zu kaufen. Und wir machen jetzt hier noch alles fertig. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage dann hoffentlich bald bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben. Ciao.